Hey, erster, oh mein Gott, ihr seid so süß, wirklich. Ich bin so schlecht mit so, also wenn man so nennen kann, Komplimente. Deswegen, aber trotzdem danke. Richtig süß. Ich habe mir gerade alles durchgelesen. Ich würde am liebsten alles screenshotten und keine Ahnung so aufbewahren, weil ich das so süß finde. Aber jetzt yes, erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Jetzt haben wir ein bisschen später gestartet, aber keine Sorge, der Call wird heute eh nicht so lang gehen, da ja eh nur ich dementsprechend heute was sagen werde. Deswegen, genau, werdet ihr nicht länger Zeit auf dem Team-Call haben als sonst. Ansonsten, ja, schreibt mal alle in den Chat rein erstmal, wie geht's euch allen? Schreibt mal rein ein fettes sehr gut, wenn es euch heute sehr gut geht. Mich würde es auf jeden Fall wissen, wie es euch heute geht, ob ihr einen schönen Tag hattet. Ich hoffe, da kommen ganz viele sehr gut. Okay, Marina geht's sehr gut. Nur Marina? Nein. Saji geht's sehr gut. Wiebke. Wait. Katrina. Sumaya, Aida, Oskar, okay. Ich hoffe, euch allen geht es sehr gut. Also, die jetzt nicht sehr gut schreiben, kommt zu mir, bitte, schreibt mir eine Nachricht, dann können wir drüber reden. Aber es ist so eine geile Zeit gerade, Leute, deswegen lasst wirklich alle das Positive sehen. Und jetzt, wie ihr schon am Thema gesagt habt, gesehen habt, geht es heute um das Thema Money Mastery. Und ich möchte heute erstmal auf die Basics kurz eingehen, erstmal so der allgemeine Umgang mit Geld und dann wirklich so ein bisschen deeper ins Thema rein, wirklich die Beziehung zu Geld, wie du mehr Geld in dein Leben ziehst und so weiter und so fort. Ups, ich habe meinen Laptop hier auf dem Tisch, der wackelt manchmal ein bisschen. So, auf jeden Fall erstmal der Umgang mit Geld. Die wichtigste Sache überhaupt hier, wir sind hier in einem Business und um ein Business erfolgreich aufzubauen, benötigen wir nun mal Geld. Ist halt einfach so. Zum Glück in unserem Business nicht allzu viel Geld, aber wir brauchen einfach eine gewisse Ressource, um wirklich erstmal starten zu können, unser Trading-Konto zu fanden, Investitionen zu tätigen, eine FTMO-Challenge zu bezahlen, auf Trips mitzugehen und so weiter und so fort. Deswegen ist es erstmal wichtig, um dir langfristig ein Business aufzubauen, benötigst du erstmal Geld, um dann später noch mehr Geld zu verdienen, natürlich. Und ich mache kurz meinen Flugmodus rein. So, genau. Und zwar eine wichtige Sache, weil viele immer denken, das war bei mir früher das Ding, wo ich noch gearbeitet habe. Ich habe einfach gearbeitet, seitdem ich 14 war. Das Ding ist jetzt auf YouTube, aber richtig Kinderarbeit. Nein, aber ich habe wirklich immer gearbeitet, seitdem ich 14 war. Schon ganz viele kleine Nebenjobs und Sachen immer gemacht. Deswegen, ja, habe ich immer irgendwie geschaut, dass ich einfach Geld in der Tasche habe. Aber früher mal mein Denken noch so, hey, ich muss jetzt ganz, ganz viele Jobs machen und am besten nochmal zwei Jobs hinzufügen, dass ich ganz viel sparen kann. Und ich glaube, wir alle wissen, durch Sparen wird man auf jeden Fall schon zum ersten Punkt mal nicht reich, sondern natürlich durch Investieren. Das heißt, die wichtigste Sache, investieren, damit meine ich nicht nur in Kryptos, in Aktien, in Edelmetalle und so weiter und so fort, sondern auch ins Business zu investieren. Viele Leute beispielsweise hier, die auch ein Team haben, zu investieren, Spritkosten, zu unserem Team zu fahren und so weiter und so fort. Robin und ich sind das mal vor 2 Tagen durchgegangen. Mir ist fast die Augen rausgefallen, wo wir gesehen haben, wie viel wir allein für Sprit ausgegeben haben, Leute. Ciao, wirklich. Um die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts irgendwo hinzufahren, Deutschland, Österreich. Deswegen ist es echt wichtig, einfach willig zu sein, in sein Business zu investieren und da sich einfach nicht zu scheuen, keine Angst davor zu haben, weil glaub mir, jedes Investment, was ihr ins Business tätigt, wird langfristig zu 100% zurückkommen. Deswegen, was auch immer das für ein Investment auch für euch sein mag. Und allgemein, bis P1, sage ich jetzt mal, sollte man auch mindestens eigentlich absolut broke sein, trotz allem, weil das ganze Geld eigentlich letztendlich wieder ins Business fließen sollte. Das heißt, dass man wirklich das Business, was man verdient, auch wiederum nutzt, um mehr zu machen. Ihr kennt es vielleicht, ich könnte euch 1000 Beispiele, Leute, die zum Beispiel ein Kosmetikstudio haben. Wenn die Geld verdienen, die tun es die ganze Zeit reinvestieren. Das mal als Beispiel der Restaurantbesitzer, tun dann noch irgendwas verbessern. Das heißt, am Anfang vor allem vom Business muss man extrem viel reinvestieren, um später noch viel, 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 viel mehr rauszubekommen. Deswegen, das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen, ne? Und um dieses Geld erstmal zu haben, weil am Anfang vom Business verdient man nun mal noch kein Geld, ist es verdammt, verdammt wichtig, immer mindestens, okay, einen Nebenjob zu haben. Das heißt, jeder hier im Call, der gar keinen einzigen Job hat, ob du Schüler, Student bist und so, hol dir bitte heute noch einen Job am besten, ne? Es ist so verdammt wichtig, weil wie soll es so funktionieren? Robin sagt immer, es war Robin sein größter Fehler, keinen Nebenjob gemacht zu haben, nicht länger einen Nebenjob gemacht zu haben. Er hat direkt nach dem Abi das Ganze Vollzeit gemacht. Er sagt, es war dumm. Er rät jeder einzelnen Person, auch einen Nebenjob anzufangen. Deswegen, wenn du keinen hast, bitte bemühe dich darum. Es ist nicht so schlimm, 7 Stunden die Woche immer arbeiten zu gehen im Nebenjob. Es ist okay. Man kann das aber machen für eine gewisse Zeit oder auch 2 Nebenjobs. Ich hatte immer 2, wo ich dann schon ein gutes Stück mehr verdient habe durchs Business, als durch meinen ersten Nebenjob habe ich meinen ersten gekündigt. Und erst dann, wo ich wirklich beide Nebenjobs echt gut ersetzen konnte, habe ich beide auf Eis gelegt. Genau. Deswegen wirklich sich dazu kümmern, dass man dann nicht irgendwie in die Faulheit gerät und denkt, ja, nee, jetzt mache ich nur noch Business, nur noch daheim. Die 7 Stunden die Woche, die nehmen euch keine Go-Live-Zeit oder keine Call-Zeit oder so weg. Absolut nicht. Und da ist auch wichtig, auch wenn ihr zum Beispiel durch einen Nebenjob weniger verdient,
it's not about what you make, it's about what you keep. Also nicht das, was ihr dumm ausgibt, sag ich mal, sondern das, was ihr am Ende vom Monat trotzdem übrig habt. Und eine Sache, die da extrem, extrem hilft, und ich bin mir sicher, dass ihr, das müsst ihr für euch rausfinden, welche Ausgabe es sein mag, aber wir haben nun mal diese kleinen Ausgaben, die uns einfach den ganzen Geldbeutel manchmal kosten. Das ist so krass. Ich habe da auch letztens irgendein Video gesehen von irgendeiner Frau. Sie meinte irgendwie, die hat die in New York oder so gelebt. Sie meinte, sie hat einfach $2,000 im Monat für Uber ausgegeben, also für Uber-Taxi und so. 2.000 müsst ihr euch mal geben, 2.000. Und das hat sie allein für Miete ausgegeben, meinte sie. Da ist auch schon eine kleine Sache, wisst ihr, was sie gemacht hat, fand ich richtig geil. Sie hat sich eine Karte gesetzt, man hatte, also ich habe, keine Ahnung, 5, 6 verschiedene Kreditkarten gefühlt, alle möglichen Sachen, deswegen, ihr könnt euch eine Karte nehmen und da zum Beispiel einen gewissen Betrag raufladen. Sie hat, glaube ich, gesagt, 300 hat sie raufgeladen, nur für Taxi. Und das war dann ihr monatlicher Betrag, den sie dann für Taxi ausgeben durfte. Alles, was darüber hinausgeht, keine Ahnung, laufen, weiß nicht, was sie gemacht hat, auf jeden Fall waren diese 300 Euro. Und so konnte sie ihre Kosten einnehmen. Deswegen, wenn irgendwie auch auf jeden Fall das paar Mädels oder für die Männer, first kann man Geld ausgeben. Für irgendein Hobby, was ihr habt oder so. Man hat einfach irgendeine Sache, wo man voll viel ausgibt. Nehmt euch. Und das ist das Limit. Mehr gibt's nicht. Fand ich ein richtig guter Tipp von ihr. Und auch vor allem einfach die Umgebung zu ändern. Wenn du deine Umgebung änderst und das ist eine Variante, deine Umgebung zu ändern, indem du das mit der Karte machst, dann kannst du deine Lage, sage ich mal, viel besser im Griff haben wirklich. Und diese kleinen Ausgaben, wie ich gesagt habe, sind die härtesten. Und ich sage einmal zum Bäcker, dann gehst du bei Starbucks noch einen Kaffee kaufen, der gefühlt eh viel zu überteuert ist. Gary Vee sagt auch immer, dass es dumm ist, die Leute, die sich jeden einzelnen Tag für 5 Euro bei Starbucks einen Kaffee kaufen. Absolut dumm. So, Gary Vee geht da, wenn ihr den nicht kennt, googelt unbedingt mal Gary Vee. Gary Vaynerchuk ist auf YouTube auf Englisch. Der Mann ist absolut heftig. Der benutzt voll viele Ausdrücke. Der ist schon 45 oder so. Aber er bringt auf jeden Fall den Real Talk rüber. So, und er redet auch immer darüber, dass es dumm ist. Diese kleinen Ausgaben, und die häufen sich an. Glaubt ihr, eure Fixkosten sind nicht das, was euch killen. Die meisten hier im Call haben nicht mal Fixkosten. Was ist denn eure Handyrechnung? Oder was kann es sonst sein? Fitnessstudio oder so. Netflix-Abo, wenn ihr eins noch habt. Aber sonst gibt es nicht viele Fixkosten bei den meisten, die wenigsten. Und selbst die ausgezogen sind, die haben keine hohen Fixkosten. Das heißt, wirklich da zu schauen, hey, was sind die Sachen, die mich am Ende des Tages killen, im Gegensatz zu meinen Fixkosten, also bis auf die Fixkosten, sage ich jetzt mal. Und das auch wirklich tracken. Leute, ich kenne Personen, persönlich sogar, die an guten Monaten 500.000 im Monat verdient haben. Ja, das ist auf jeden Fall viel Geld. Und selbst die tracken jede einzelne Ausgabe. Wenn die Person, ich weiß nicht den Namen, nennen, sich einen Kaffee kauft, die Person schreibt sich das ungelogen auf. Kaffee? 4 Euro oder so. Deswegen, wenn du hier gerade im Call sitzt und ich weiß nicht, wie viel x-mal weniger verdienst als die Person mit 500.000, wie wir alle hier natürlich, dann ist auf jeden Fall höchste Zeit, das auch aufzuschreiben, sich eine Tabelle anzulegen, einfach auf dem Handy, könnt ihr ja starten, welcher Tag ist heute? Okay, ist Mitte Mai, egal, ihr könnt trotzdem heute schon im Mai starten und einfach jede einzelne Aufgabe aufschreiben. Und dann am Ende vom Monat schreibt mal auf, für was euer Geld drauf geht. Schreibt auf Essen, dann könnt ihr aufschreiben, keine Ahnung, Sprit oder so, einfach die Sachen, für was euer Geld einfach weggeht. Und ihr werdet merken, krass, ey, ich hätte niemals gedacht, dass in diese Richtung so viel Geld fließt. So, deswegen eine Sache, die ich euch stark empfehlen kann. Und vor allem auch, indem ihr die ganzen Sachen macht, werdet ihr natürlich immer liquide sein. Und ich finde es gerade auch hier im Business extrem wichtig, immer liquide zu sein. Immer irgendwie so einen Notgroschen wenigstens zu haben. Weil Leute, ihr wisst nie, was kommt. Ihr wisst nie, ob Marvin gerade sagt, hey Leute, spontan, wir fliegen alle da hin oder hier spontan Dubai-Event oder irgendwie Krypto gerade im Sale, wie jetzt gerade. Das heißt, es kommen Momente, wo ihr euch wünscht, ihr hättet gerade das Geld. Aber ihr habt es in dem Moment nicht. Deswegen baut euch unbedingt diesen Notgroschen auf, wo ihr immer so ein kleines Stückchen einfach zur Seite habt, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Weil es so einfach eklig, immer so bis zum Limit zu leben. Und das müsst ihr nicht. Das heißt, wenn ihr bis zum Limit lebt, dann wie gesagt, holt euch noch einen Nebenjob oder so dazu. Es muss nicht sein. Es gibt keine Excuse dafür, bis zum Limit zu leben, meiner Meinung nach. Und ich hatte, glaube ich, das letzte Mal den Moment im 2016. Da war es zum letzten Mal, da habe ich in Amerika gewohnt, da bin ich frisch hingezogen als Au-pair, da hatte ich einfach $15 auf dem Konto. Das war so krass. Ich habe auf mein Konto geschaut, ich war so, oh mein Gott, was habe ich gemacht? So, das war mein letzter Moment in meinem Leben bis jetzt,
6 Jahre später, wo ich mich wirklich so richtig eklig gefühlt habe, wirklich so, boah, so, ich habe einfach nichts mehr auf dem Konto, so, wie kann das klappen? Ne? Deswegen, das wollt ihr doch nicht, dieses Gefühl haben, jedes Mal am Ende vom Monat, für die, die es vielleicht noch haben. Und deswegen, ändert was dran, sucht euch Lösungen, weil es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen, wie ihr diese Sache einfach ganz normal ändern könnt. Genau, ich trinke jetzt ganz kurz was, sonst... Genau, und damit können wir auch schon rüber starten ins zweite Thema. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Aber ich hatte richtig Bock, einfach auch das Thema anzusprechen, wirklich die Beziehung zu Geld, deine persönliche Beziehung zu Geld und auch, wie du mehr Geld in dein Leben ziehen kannst. Weil wenn du dir einmal schon mal im Leben allein Alex Morton oder so gegeben hast, dann solltest du wissen, dass diese Menschen auch die ganze Zeit über diese Themen sprechen, wie du Dinge, die du möchtest, in dein Leben ziehst und das natürlich auch Geld. Und eine Sache, zum Beispiel, wenn du Profit, also wenn du Mehrwert, sage ich mal, wenn du Profit erziehst, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, du erziehst Profit dadurch, dass du Mehrwert in die Welt lieferst, okay? Wenn du allein irgendeinen Job ausübst oder so, du hast irgendwie irgendeinen Mehrwert, den du in die Welt gibst und dafür kriegst du ja Geld, oder? Dafür kriegst du ja deinen Profit, sage ich jetzt mal. Aber es gibt manche Leute, die bringen vielleicht sogar mehr Mehrwert in die Welt als du gerade, aber die verdienen trotzdem weniger. Komisch, oder? Warum tun die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Mehrwert durch ihren Job, durch das, was sie machen, in die Welt bringen, trotzdem weniger verdienen? Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Leute keine richtige Beziehung zu Geld haben. Und da kann ich jetzt ein bisschen drauf zu sprechen kommen, was damit auf sich hat, sage ich mal. Deswegen die erste Frage, die ihr euch erstellen könnt, was ist Geld überhaupt? Was ist denn Geld überhaupt? Stück Papier, sage ich mal, ist einfach nur eine Form von Energie. Geld ist eine Form von Energie. Und um dieses Geld zu attracten, ne, musst du aufs selbe Level kommen, von der Energie, okay? Das heißt, du musst auf die Energielevel von Geld kommen. Ich hoffe, das war verständlich. Also auf dasselbe Level von Energie, von Geld kommen, um... Ich wollte euch echt einen Sprachfehler. Warte mal, versteht ihr, was ich meine? Also, um auf diese Level zu kommen, wo eben Geld schwebt, müsst ihr dieses... Nee, ich kann es nicht sagen. Habt ihr das verstanden? Schreibt mal ja in den Chat. Ich will nichts Falsches sagen. Schreibt nein, wenn ihr es nicht verstanden habt. Okay. Okay, easy, genau. Du musst einfach deine Energie aufs selbe Level bringen, um einfach dieses Geld anzuziehen. Und deswegen frag dich jetzt mal ganz kurz, wie fühlst du dich, wenn du über Geld nachdenkst? Wie fühlst du dich? Geh mal so ganz kurz in dich, wie fühlst du dich wirklich, wenn du so über Geld nachdenkst? Fühlst du einen Mangel? Fühlst du dich neutral oder fühlst du dich vielleicht sogar gut? So, wie ist dein Gefühl, wenn du jetzt gerade über Geld nachdenkst? Und wenn du einen Mangel jetzt gerade spürst, was, denke ich mal, gerade in vielen Köpfen ist, dann wirst du auch immer einen Mangel haben. Ich weiß, es ist schwer. Es ist wirklich schwer, aber wir haben schon so oft gehört, wir müssen jetzt schon uns so fühlen und so denken für die Zukunft, wie wir es mal in Zukunft haben wollen. Und das auch auf dieser Ebene, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir dürfen nicht diesen Mangel immer spüren. Das ist auch gleiches Beispiel wie Dankbarkeit oder sich auf die schlechten Dinge zu fokussieren. Wir dürfen uns bei Sachen Geld nicht auf diesen Mangel fokussieren, sonst wird über die nächsten Monate und Jahre der Mangel erhalten bleiben, Leute. Es wird sich nichts dran ändern. Deswegen, auch wenn es manchmal schwer ist und vielleicht manche so voll am Limit manchmal sind, sie denken, ah, scheiße, ey, eigentlich gerade so komplett broke und ich muss jetzt so tun, als ob ich ja eigentlich gerade limitless wäre und voll viel Geld auf dem Konto hätte. Ich glaube, Leute, Affirmationen und alles, das klappt auf jeden Fall. Man muss es halt einfach trainieren. Und dann könnt ihr mehr und mehr Geld wirklich persönlich in euer Leben einfach ziehen. Und da fängt es schon an mit verschiedenen Glaubenssätzen. Ich weiß nicht, ob es so viele Leute jetzt hier im Team gibt, die so Glaubenssätze haben, aber ich lese jetzt mal ein paar Glaubenssätze vor, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, Geld ist die Wurzel allen Übels. Wer kennt diesen Glaubenssatz? Schreibt mal in den Chat. Geld ist die Wurzel allen Übels. So richtig schlecht. Geld ist richtig schlecht. Saji, Farida, Marina. Ja, ich denke, eigentlich, das müsste eigentlich jeder kennen. Das heißt, ich weiß nicht. Warum ist Geld die Wurzel allen Übels? Ist es natürlich nicht so. Habt ihr schon mal einen bösen 5-Euro-Schein gesehen? Also ich nicht, keine Ahnung. So 5-Euro-Schein war immer eigentlich neutral zu mir. Das heißt, Geld ist definitiv nicht die Wurzel allen Übels. Dann zweiter Glaubenssatz. Reiche Menschen sind schlechte Menschen. Wer kennt das? So Lamborghini fährt durch die Straße gleich so, boah, so der ist bestimmt richtig der schlechte Mensch, so, der hat voll viel Geld, so woher kommt das so richtig schlecht? Kennt bestimmt auch jeder. Aber dazu kann ich euch auch sagen, wenn du ein schlechter Mensch jetzt schon bist, wirst du mit mehr Geld genauso ein schlechter Mensch sein, vielleicht sogar ein schlechterer. Aber wenn du ein guter Mensch bist, mit guten Intentionen, wirst du mit mehr Geld immer noch gut sein. Du wirst jetzt nicht deinen Charakter komplett scheiße verändern. Und du wirst gute Dinge machen mit deinem Geld. Das heißt, es kommt nicht auf das Geld an, es kommt immer auf den Menschen selber an. Und jeder Mensch ist anders. Deswegen, der Mensch selber ist einfach nicht schlecht. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und nächster Glaubenssatz. Reiche Menschen haben jemanden abgezogen. So, kennt ihr das so? Boah, Alter, wenn der sowas sich leistet, hat bestimmt Leute abgezogen. So, safe, so geht gar nicht so. Aber bestimmt auch schon mal gehört. Diese ganzen Sätze
So, denkst du, wenn du jetzt gerade so denkst über reiche Menschen, ne, denkst du, dass du jemals reich werden wirst? Come on, so, wird nicht funktionieren, Leute. Wir müssen einfach unser Denken mal generell zu diesem ganzen Thema ändern. Weil in deinem Kopf ja die ganze Zeit der Gedanke ist, dass der Weg, wie sie das bekommen haben, schlecht ist oder so. Oder dass die Menschen an sich schlecht sind. Aber du denkst ja von dir selber, du bist ein guter Mensch. Das heißt, du wirst niemals da rankommen. Das heißt, man muss erstmal von Grund auf, sage ich mal, dieses ganze Denken wirklich ändern. Und ich weiß, es ist schwer, weil wir von der Society, von unseren Eltern, vom Fernseher oder so, kennt ihr alle, wie heißen sie? Dagobert Duck, Mr. Krabs? Kennt ihr das? Kennt ihr die? Die sind doch auch alle diese ekligen, reichen, knickrigen Menschen oder so. So, wir bekommen das schon als Kind eingetrichtert. Wie crazy ist eigentlich? Als Kind schauen wir unsere Serie an und sehen schon, boah, Dagobert Duck, so richtig der schlechte Mensch oder Mr. Krabs oder so. Das heißt, schon als Kind an. Das heißt, wir können ja prinzipiell nichts mehr dafür. Wir müssen einfach unsere Gedanken, unser ganzes Mindset einfach zu dem Thema shiften. Ne? Wir müssen uns auch zu dem Thema einfach komplett neu programmieren. Und deswegen sind wir ja da. Das heißt, das ist ein Prozess, dauert ein bisschen. Aber glaub mir, diese ganzen Menschen, die wir immer auf den Bühnen sehen, die ganzen Go-Life-Educator, die Profite am Tag machen, Leute, ich könnte euch Sachen erzählen. Allein neues Produkt ist rausgekommen von IM jetzt, TBX, Time-Based Trading. Da ist auch Evan Cabrel unter anderem, den werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Evan Cabrel, der Typ ist einfach nur krass, wirklich. Wir saßen mit denen am Tisch, das war schon vor 2 Jahren, kleine Side-Story. Und der ist Amerikaner. Und hier in Deutschland haben wir bekanntlich gutes Bier. Und er wollte unbedingt Bier trinken, so, okay? Da waren wir da am Tisch, er hat sich ein paar Bierchen reingehauen, waren auf jeden Fall ein paar mehr, da waren wir immer noch am Start, alles gut. Und währenddessen hat er einfach getradet. Keine Empfehlung jetzt hier raus, okay? Nichts, ganz wie trinken können, das ist ein Trade, um Gottes Willen. Aber er hat einfach so, in dieser Zeit, wo er die paar Bierchen getrunken hat, sagen wir es mal so, ein paar tausend Euro verdient. Hat er uns gezeigt auf seinem MetaTrader. Das heißt, das sind Leute, von denen möchten wir lernen. Und ich habe das oft genug schwarz auf weiß gesehen. Ich habe Leute, die haben einfach das Bitcoin-Portfolio von Chris Terry, das Krypto-Portfolio von Chris Terry gesehen, Leute. Das heißt, das sind alles Leute, die genau diese Dinge hier preachen. Ne? Deswegen lass doch einfach mal endlich anfangen, auf diese Leute zu hören und diese Dinge wirklich wahrzunehmen. Weil das sind die Leute, die es einfach schon perfekt wirklich umgesetzt haben. Und nimm das nicht als Ausrede für dich, nicht erfolgreich zu werden. Weil oftmals ist es auch, glaube ich, für viele so die Ausrede, so, boah, oh, der hat bestimmt was Schlechtes gemacht, reiche Menschen sind schlecht und so für die Menschheit teilweise so gefühlt die Ausrede, so hey, wenn ich reich werde, so, das sind ja eh nur schlechte Menschen. Deswegen lass das nicht die Ausrede für dich sein, warum du nicht erfolgreich werden willst, warum du nicht viel Geld verdienen kannst heutzutage. Deswegen, heutzutage kann man auf jeden Fall durch die Möglichkeiten, mit denen wir hier haben, viel Geld verdienen. Und ich glaube, das wissen wir alle mittlerweile, wenn wir allein schon ein paar Go-Lives geschaut haben. Dann der nächste Glaubenssatz, möchte ich auch drauf eingehen, ein Lieblingsglaubenssatz. Und zwar, Geld wächst nicht auf Bäumen. Tatsächlich wächst es aber auf Bäumen. Weil Geld ist einfach nur Papier und Papier wird von Holz gewonnen, Holz ist von Bäumen. Das heißt, Geld wächst prinzipiell ja auf Bäumen, wenn ich das einmal so sagen kann. Das heißt, Geld haben wir im Überfluss, sage ich jetzt mal. Das heißt, allein wenn du jetzt heute auf die Straße gehst, oder wenn du jetzt bei euch ist noch ein bisschen hell, schau aus dem Fenster raus, wie viele Bäume draußen stehen. Werden einige sein, oder? Werden einige Bäume jetzt gerade in eurem Blickfeld haben. Das heißt, wenn das der Fall ist, dann habt ihr unbegrenzt Geld gerade draußen. Und das ist dieses Abundance-Mindset, was ihr einfach entwickeln solltet. Nicht die ganze Zeit durch die Welt zu laufen, so, boah, verbleibende Zeit. Ach, scheiße. Verbleibende Zeit, 7 Minuten, Sati. Genau, nicht durch die Welt zu laufen. Ne? Und kann man das irgendwie ändern? Geht nicht, gell? Oh, nein. Nicht durch die Welt zu ändern, nicht durch die Welt zu gehen, sondern wirklich zu denken, hey, krass, so, ich habe so viele Bäume um mich rum ist so viel Geld. Allein zu denken, hey, die ganzen Leute, die durch die Straße laufen, ne? Die ganzen Leute, die mit dem Bus irgendwie morgens mit dir zur Arbeit fahren, die verdienen ja auch einen gewissen Beitrag an Geld. Das heißt, in der Welt fließt so viel Geld hin und her die ganze Zeit, Leute. Das ist crazy. Wir haben so viel Geldfluss. Das heißt, wenn ihr einmal auf die Straße geht, musst ihr einfach diese Abundance führen, wie viel es eigentlich auf der Welt davon gibt. Und nicht denken, hey, so, boah, wie kann ich mir eine Scheibe davon abschneiden? Ja, klar, es gibt genug da draußen so. Das heißt, wir können uns eine große Scheibe davon abschneiden. Extrem, extrem wichtig. Und zusätzlich produzieren Bäume sogar noch Sauerstoff, das heißt, atmen können wir durch die auch noch, das heißt, Beste auf jeden Fall in jeder Hinsicht, aber yes, deswegen einfach start to shift your thinking, sage ich mal, und einfach dieses Lack-Mindset, diesen Mangel zu einem Abundance-Mindset wirklich zu ändern und auch dieses Geld nicht zu chasen, so don't chase the money, rennt nicht dem Geld irgendwie hinterher oder so, weil ihr kennt es, wenn ihr Sachen hinterher rennt, dann laufen sie weg. Ist doch so. Egal, ob es jetzt irgendwie ein Partner oder irgendwas ist. Wenn ihr Sachen hinterherläuft, rennen die weg. Das heißt, lauft dem Geld nicht hinterher. So, zieht das Geld an. Attract it. So, zieht es einfach nur an. Und dann wird es schon kommen, wenn ihr einfach das richtige Mindset dafür entwickelt.
und auch, wie gesagt, jeden Tag die richtigen Affirmationen dafür macht. Krasses Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die Person hier im Call ist, aber von einer Person hier im Call, die Mutter, ich will es nicht Namen sagen, so oder so, sie ist auch ganz krass in dem Thema und sie hat unbedingt Geld gebraucht in einer gewissen Situation und hat sich dann jeden Abend einen 50-Euro-Schein unter ihr Kopfkissen gelegt. Jeden einzelnen Abend 50-Euro-Schein ins Kopfkissen und hat gesagt, hey, mögest du dich verzehnfachen? Mögest du dich verzehnfachen? Klingt jetzt total spooky, ich weiß, sie hat das ganz oft gemacht. Ich glaube, nach 2 Wochen oder so, also verzehnfachen ist ja 500 Euro. Leute, nach 2 Wochen, das ist kein Scheiß jetzt, okay, hat diese Frau, diese Mutter 500 Euro genau 500 Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen. Woher? Von ihrer alten Wohnung noch die Restmiete, die noch übrig war. Geisteskrank, oder? Ich finde es so krass irgendwie. Das heißt, es ist true. So, das ist kein Zufall, Leute. Es gibt keine Zufälle, meiner Meinung nach. Und das sind Stories, da könnte ich euch ganz viele davon erzählen, aber nur ein Beispiel davon. Extrem ist wichtig. Und noch zum Schluss jetzt, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit haben, das Thema Dubai. Wie schaffst du es, geldtechnisch nach Dubai zu kommen? Erstens, rechne dir aus, was du brauchst. Will ich jetzt nicht genau darauf eingehen, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Sprich mit deiner Ansprechperson, wie viel du ungefähr brauchst. Kalkuliert es euch ein. Es gibt verschiedene Wege. Angenommen, du machst jetzt im nächsten Monat zum Beispiel P6, dann wirst du allein dadurch dir den Trip finanzieren können. Als Beispiel. Klar, es wird auch einige geben hier im Team, die es durch FTMO, durch Eigenkapital und so weiter schaffen werden oder durch Investitionen. Aber es ist nicht besonders gut, sich auf jeden Fall davon abhängig zu machen, okay? Because of the emotions involved. Deswegen bitte nicht davon abhängig machen. Ne? Aber einfach jetzt schon zu schauen, dass ihr das gewisse Geld auf die Seite packt, um wirklich in Dubai dabei sein zu können. Weil wenn du committed bist, in Dubai dabei zu sein, machst du es von nichts abhängig. Von nichts. Wenn du committed bist, machst du es nicht davon abhängig, ob du FTMO schaffst, ob du P6 gehst, ob du dies machst, ob du das machst. Es wird einfach kommen, okay? Deswegen, wenn du es so nicht hinbekommst mit diesen Sachen, dann wiederum zum Thema Nummer 1, such dir einen Nebenjob, okay? Das heißt wirklich, einfach hinzukriegen, dass man wirklich nach Dubai mit kann. Und du hast keinen Bock, in 2-3 Monaten dran zu stehen, wir wollen schon mal die Flüge buchen, ne? Und dann denken, boah, shit, so habe ich gerade noch irgendwie 50 Euro auf dem Konto, reicht das nicht gerade für einen Dubai-Flug. Deswegen bitte sich jetzt schon daran zu kümmern, weil es nur noch 5 Monate bis dahin, extrem, extrem wichtig. Und vor allem mit diesen ganzen Dingen wirklich jetzt zu starten, Leute. Jetzt. Nicht noch zu warten, sondern jetzt zu starten. Ne? Weil wir denken über uns selber immer in 2 verschiedenen Personen. Und zwar einmal denken wir immer an unser jetziges Ich, wo wir halt jetzt gerade sind, so wie wir jetzt gerade hier auf dem Stuhl hocken wahrscheinlich die meisten oder im Bett liegen, hoffe ich jetzt nicht, weil die Kamera nicht anhat. Ne? Und dann noch das zukünftige Ich. Das jetzige und das zukünftige. Und ihr kennt es bestimmt von euch, das zukünftige Ich ist immer perfekt. Wir denken immer, boah, in Zukunft werde ich so und so viel Geld auf der Seite haben, ich werde meine Eltern finanzfrei gemacht haben, ich werde dies, ich werde das. So das Zukunfts-Ich ist immer perfekt. Aber wir leben manchmal ein bisschen zu sehr in der Zukunft. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen mehr in die Gegenwart manchmal holen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und oft verstehen, dass dieses, oder wir verstehen oft nicht, dass dieses Zukunfts-Ich ja auch die Person ist, die wir jetzt schon sind. Wisst ihr? Dieses Zukunfts-Ich ist nicht die Person, die nicht existiert, sondern es sind schon wir jetzt so. Deswegen einfach das mal ein bisschen mehr in die Realität zu holen und nicht immer nur in dieser Zukunft zu schwelgen, sondern auch zu verstehen, hey, das bin ich jetzt auch schon, deswegen muss ich jetzt mal mit diesen ganzen Sachen anfangen, um es wirklich dann in der Zukunft auch so haben zu können, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil es ist immer leichter, sich für die Zukunft zu committen. Es ist immer leichter zu sagen, ja komm, in 500 bin ich ja eh in Dubai, einfach so hinterhergesagt. Aber dann kommt es zur Sache und dann wird es wieder schwer. Deswegen committet euch nicht für die Zukunft, committet euch fürs Hier und Jetzt. Mit diesen ganzen Dingen jetzt, mit den ganzen Dingen, die ihr jetzt vielleicht davon ändern möchtet. Und denkt darüber nach, wie du dich für jetzt committen kannst. Es gibt verschiedene Wege, ich habe euch auch gerade verschiedene Sachen genannt, wie du es wirklich für dich jetzt in deinem jetzigen Ich, in deinem jetzigen Körper in Situation hinbekommen kannst, dich für jetzt zu committen. Weil es gibt so einen Effekt, das nennt sich Fresh Start Effekt. Und zwar ist das immer so, es ist immer leichter, wenn es so eine Transition im Leben gibt. So wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr wisst, so hey, das neue Jahr beginnt oder so. Einfaches Beispiel, Neujahr, wir sind motiviert, wir hauen richtig rein. Aber diesen Transition, diesen Fresh Start-Effekt macht es euch jede Woche. Sagt euch jeden Montag von mir aus, ist mein Fresh Start so. Nicht irgendwie einmal im Jahr, nicht wenn ich ein Jahr älter werde, nicht wenn das passiert, nicht wenn, ich weiß nicht was, nicht wenn irgendwie auf einmal die Eltern Struggles haben und dann irgendwas sich ändern muss. Nein, so dieser Fresh Start muss heute sein. Checkt ihr, was ich meine? Ups, that was not. Das heißt, einfach das für euch einfach anzunehmen. Und wirklich die ganzen Incentives im Blick zu haben, nochmal zum Schluss. Leute, es gibt gerade so viele Incentives. Türkei,
Dann das Incentive mit von Chris Terry persönlich mit den ganzen Geldbeträgen, kann man auch gerne nochmal in die Gruppe schicken. Dann das mit IM, dass man genau das vergünstigte Starten und 2 Personen 100 Dollar. Das heißt, aktuell gibt es so viele verschiedene Incentives. Deswegen lass uns diese Incentive auf jeden Fall nutzen. Ne? Und deswegen bin ich jetzt gerade noch so durchgekommen. Ich freue mich gerade voll, es steht dran, weniger als 1 Minute. Deswegen möchte ich den Call jetzt auch beenden. Schreibt gerne eure Main Nuggets von dem Call heute gerne wieder in die Gruppe. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Nochmal danke für die lieben Worte von euch allen am Anfang und damit euch einen wunderschönen Abend und bis nächste Woche. Ciao, ciao. I'm